Hallo, heute melde ich mich mit dem Thema Mond hier in YouTube und möchte einfach mal so eine kurze Vorstellung des Mondes in der indischen Astrologie machen. Über dieses Thema könnte ich stundenlang sprechen. Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, so ein paar wenige Punkte zusammenzutragen, ohne dass es zu ausufern wird. Denn es ist heute mein Ziel, so ein kleines bisschen einfach mal das erste Licht auf den Mond zu werfen. Und es werden sicherlich zum Mond noch mehrere weitere Videos folgen. In der indischen Astrologie wird der Mond sehr ernst genommen. Oft heißt es sogar, die indische Astrologie ist eine Mondastrologie, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass in der indischen Denkweise die eigene Wahrnehmung, die eigene Gefühlswelt und nicht zuletzt auch die Kontrolle der eigenen Gefühle als eine sehr, sehr wichtige Qualität wahrgenommen wird. Jeder, der schon mal mit Yoga, Meditation, Ayurveda in Berührung war, der hat garantiert schon gehört, dass es darum geht, bestimmte Gefühle unter Kontrolle zu bringen, bestimmte Überschüsse auszugleichen. Also es geht ganz, ganz viel um das Innere, um das Erleben, um alles, was letztendlich in der Astrologie vom Mond regiert wird. Ich habe jetzt eine kleine Präsentation vorbereitet, die werde ich jetzt mal aufrufen. Ganz kleinen Moment an dieser Stelle, bis die Präsentation da ist. Und dann werden wir gemeinsam durch ein paar Faktoren gehen, die in der indischen Astrologie im Zusammenhang mit dem Mond eine Rolle spielen. Zunächst einmal ist der Mond, wie hier oben schon grafisch dargestellt, ein sich ständig wandelnder Faktor. Mal ist er zunehmend, dann ist er voll, dann ist er abnehmend und dann ist er wieder unsichtbar. Und so wechselhaft und veränderlich, wie der Mond am Himmel ist, wie die Lichtverhältnisse in der Nacht sind, so sind auch unsere Gefühle zu einem gewissen Teil, was wir sicherlich auch alle bestätigen können. Denn wer von uns kennt nicht Situationen, wo wir uns mal sehr gut innerlich fühlen und dann wiederum innerhalb von kürzester Zeit vielleicht durch einen Telefonanruf mit schlechter Nachricht in einen völlig anderen Gefühlszustand kommen. Was der Mond letztendlich in der Astrologie alles macht, beziehungsweise unter welchen Aspekten wir ihn beurteilen, möchte ich hier auch mal kurz erwähnen, aber da werde ich nicht auf alles eingehen, keine Sorge. Wenn wir den Mond anschauen, dann überlegen wir, wie hell ist er, in welchem Zeichen steht er, in welchem Haus ist er. Die zeitliche Auslösung im Horoskop wird durch den Mond regiert. Er hat verschiedene wichtige Yogas oder Kombinationen, die gedeutet werden und, und. Es ist eine sehr lange Liste, auf die ich gar nicht heute alle eingehen kann, logischerweise, wo wir aber vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt gerne in andere Bereiche reinschauen können. Was er regiert, was ihm untersteht in der Astrologie, das habe ich hier mal so ein bisschen aufgelistet. Die Liste könnte viel länger sein, aber ich habe versucht, die wichtigsten Punkte herauszugreifen. Der Mond repräsentiert nämlich unsere Wahrnehmung. Und abhängig von unserer Wahrnehmung repräsentiert er natürlich auch unsere eigene Urteilsfähigkeit, muss ich gerade mal korrigieren. So, der Mond regiert unsere Wahrnehmung und alles, was ich wahrnehme, hat letztendlich eine Aussage auf meine Urteile, die ich fälle. Traditionell in den Klassikern findet man die Aussage, dass der Mond Manas regiert. Das kann man gut in das englische Mind übersetzen. Im Deutschen haben wir da aber gar nicht so einen guten Begriff, der das so richtig abdecken würde. Alles, was mit inneren Prozessen zu tun hat, Einstellungen, Haltungen, manchmal könnte man auch sagen, gesunder Menschenverstand, beruht zu einem großen Teil auf dem Mond. Aber er regiert auch andere Faktoren wie die Mutter,
oder Anerkennung und Erfolg. Und ich springe mal hier auf die rechte Seite. Der Mond ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere innere Seelenruhe und für unsere Fähigkeit, Glück und Zufriedenheit zu empfinden oder Dankbarkeit zu empfinden. Wir sehen also, der Mond ist als astrologischer Faktor ein ganz, ganz wichtiger, umfassender, dominanter Faktor, kann man sagen. Und ich erinnere mich gerade an eine Kursteilnehmerin, die den Mond immer Mondin genannt hat, was eigentlich viel zutreffender wäre. Im Französischen heißt es noch La Lune. Da wird der Mond als weibliche, mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht. Denn das ist schlussendlich, was der Mond symbolisiert. Alles Intuitive, Rezeptive, Nährende, was auch in Richtung Weiblichkeit, Mutterschaft geht. Aber der Mond steht nicht alleine am Himmel, der steht nicht alleine im Horoskop. Der wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Und zuallererst muss man da, glaube ich, die Sonne nennen. Denn die Helligkeit des Mondes ist ja davon abhängig, wie groß oder klein sein Abstand zur Sonne ist. Und wenn wir jetzt die Sonne als den männlichen solaren Faktoren nehmen und sagen, die Sonne repräsentiert mehr dieses Ich- oder Ego-Bewusstsein, dann können wir sagen, dass der Mond, die weibliche mentale Seite, durch die Sonne sehr, sehr stark geprägt wird. Denn stellen wir uns mal vor, jemand ist kurz vor oder nach Neumond geboren, dann ist der Mond ganz dunkel. Dann ist nur eine schmale Sichel am Himmel zu sehen. Wir Astrologen sagen dann, die Psyche des Menschen ist jetzt eher durchlässig und eher leicht beeinflussbar und eher weniger stabil, als wenn der Mond hell ist, sprich, wenn der Mensch geboren ist zu einem Zeitpunkt, der nahe um den Vollmond herum angesiedelt ist. Mit anderen Worten, unsere Wahrnehmung wird nicht nur durch die Position des Mondes beeinflusst, im Sinne von, der Mond steht in irgendeinem Zeichen im Horoskop und die Zeichenenergie durchdringt und prägt den Mond, sondern der Mond wird auch beeinflusst durch seine Distanz zur Sonne. Wenn der Mond sehr dunkel ist, ist der Mensch sensibler, durchlässiger, offener, leider in diesem Zusammenhang als Konsequenz dann auch etwas schneller aus der Fassung zu bringen, etwas unruhiger. Und das größte Problem, Vorteile gibt es, Sensibilität gesteigert kann ein großer Vorteil sein, aber das größte Problem wissen wahrscheinlich alle die einzuschätzen, die unter der sogenannten Hochsensibilität leiden, dass ein sehr, sehr dunkler Mond einen einfach zu empfindsam machen kann und es einem nicht so direkt möglich ist, das Empfundene auch auf einer anderen Ebene wahrzunehmen und zu relativieren, zum Beispiel durch die Gedanken, durch eine logisch-rationale Ebene. Das bringt uns zu Merkur. Merkur regiert Verstand, Intellekt, die Fähigkeit zu unterscheiden, die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, damit man auf gute Antworten kommt. Der Intellekt und der Mond sind so ein bisschen Gegenspieler. Die sollten lernen, gut miteinander auszukommen und zu harmonieren. Aber in unserer Zeit und Kultur wird das Gefühl ja allzu oft von logisch-rationalem dominiert und versucht, ein bisschen wie auch weggeschoben zu werden. Der Planet Saturn, der symbolisiert Erfahrung und Saturns Einfluss auf den Mond kann den Menschen einerseits eher ein bisschen übervorsichtig bis auch hin zu pessimistisch machen, aber
Stellen wir uns mal vor, unser Mond gibt uns die Wahrnehmungen. Unser Mond ist ein bisschen wie der Filter, der zwischen uns und die Welt geschaltet ist. Und stellen wir uns mal vor, diese ganzen Wahrnehmungen, die kommen und gehen und es bleibt nichts zurück. Wir lernen nichts daraus. Wir verarbeiten das Erfahrene nicht. Dann kann unser Mond sicherlich nur schwerer dazu beitragen, dass wir innerlich wachsen und reifen, als wenn beispielsweise der Planet Saturn durch irgendeine Kombination oder durch eine Stärke im Horoskop uns dabei hilft, aus dem Erlebten, Erfahrenen auch entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Ihr merkt wahrscheinlich schon, ich könnte jetzt so richtig in Schwung kommen. Ich möchte aber für heute einfach nur noch mal kurz den Mond in den unterschiedlichen Elementen beschreiben und werde dieses Thema garantiert auch bald wieder aufgreifen. Lasst uns gerade noch einen Blick werfen. Wie fühlt sich ein Mensch, dessen Mond im Feuerzeichen steht? Die Feuerzeichen, das ist Widder, Löwe und Schütze. Und jeder von uns hat im Feuerzeichen entweder einen Planeten oder zumindest irgendein Lebensgebiet wird von einem Feuerzeichen definiert. Das heißt, wir alle brauchen die Initiativkraft des Feuerelementes für unser Leben in unseren Horoskopen. Und wenn der Mond in einem Feuerzeichen steht, dann stelle ich mir das immer so vor, als sei dieses Gefühlselement, dieser emotionale Anteil in mir sehr, sehr stark von dem Feuer durchdrungen, gefärbt, geprägt. Positiv gesehen macht es einen Menschen mutig und tapfer. Man kann ein Held oder eine Heldin sein, weil Angst, Unsicherheit wird da eher nicht so wahrgenommen. Ich sage nicht, diese Leute haben keine Angst, aber das mutige, tapfere dominiert. Diese Menschen sind aufgeschlossen, abenteuerlustig, die können andere schützen und verteidigen. Aber schauen wir auf die negative Seite, diese Menschen können nicht gut mit eigener Hilflosigkeit umgehen. Die können, glaube ich, auch nicht so unheimlich gut beispielsweise Hilflosigkeit verstehen oder jemanden mit Schmerzen trösten. Die können besser verteidigen, als jetzt wirklich Empathie auszudrücken oder jemanden emotional so wahrzunehmen in der Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist etwas, was ein Mensch mit Mond im Feuerzeichen, glaube ich, nicht so gut aushalten kann. Diese Leute haben als Mechanismus eher die Tendenz, in die Handlung zu gehen, anstatt irgendwie ihre eigene Hilflosigkeit oder Ohnmacht auch mal zuzulassen. Im Erdelement, in den Erdzeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock, ist der so wechselhafte Mond grundsätzlich recht gut aufgehoben, denn dort bekommt dieses Wasser einen gewissen Rahmen. Es bekommt Grenzen gesetzt, die Gefühle werden stabilisiert, die Menschen sind innerlich eher ruhig. Sie sind realistisch, manchmal zu realistisch, manchmal auch emotional ein bisschen zu festgefahren. Im Positiven kann man noch sagen, dass diese Leute oft Bindungen eingehen, loyal, praktisch, zuverlässig und bodenständig sind. Im Negativen kann man sich gut vorstellen, dass der Mond sich in den Erdzeichen vor allen Dingen durch diese bodenständige Stabilisierung definiert. Und wenn jetzt etwas Neues durchkommt im Leben, dann muss der Mensch sich plötzlich umorientieren und muss loslassen. Dann muss der Mensch plötzlich
neue Dinge in sich hineinlassen und das fällt dem Menschen oft schwer. Das heißt, was die Feuermond gut können, immer auf ins Neue, abenteuerlustig voran, das ist für die Erdmonde eher ein Problem. Die Erdmonde haben eher ein Bedürfnis nach Sicherheit als nach Abenteuer und Veränderung. Die Menschen mit dem Mond im Luftzeichen, wie Zwillinge, Waage oder Wassermann, die sind mental, emotional, flexibel und anpassungsfähig. Ein großes Plus für diese Leute ist ihre Neutralität. Die können sehr gut die Distanz zu den unterschiedlichen Parteien wahren. Aber es besteht eine Gefahr, dass die Gefühle vom Intellekt dominiert werden. Noch bevor ich was spüre, hat mein Verstand schon Deutungen, Erklärungen, Entschuldigungen parat, sodass man eventuell die eigenen Gefühle nicht wirklich gut spüren kann, sondern sie eher wegrationalisiert sozusagen. Diese Menschen können auch manchmal nur sehr schwer Entscheidungen treffen und andere auch emotional nicht so gut nähren. Beispielsweise ein Kind, das den Mond in einem Luftzeichen hat, empfindet die eigene Mutter auch eher als jemanden, die durch Wissen und logisch-rationalen Input das Kind stabilisiert, als durch emotionales Nähren. Und dann bleibt uns noch der Mond im Wasserzeichen, wo er sich grundsätzlich wohlfühlt, wo der Mensch grundsätzlich einen guten Zugang zur eigenen emotionalen Seite hat, fürsorglich, nährend, empathisch, einfallsreich ist, wo aber negativ die Emotionen auch so ein bisschen ausufern können. Die Gefühle sind vielleicht zu grenzenlos. Entweder man fühlt sich zu sehr mit allem verbunden oder, falls der Mond im Skorpion steht, kann es auch sein, dass der Mensch sich von gefühlsmäßig abgeschnitten und isoliert fühlt. Die drei Wasserzeichen sind Krebs. Dort fühlt sich der Mond sehr wohl. Der Mensch hat aber auch eine große Verletzlichkeit. Im Skorpion ist der Mond geschwächt. Dort fühlt der Mensch sich emotional eher unsicher und abgeschnitten. Und dann gibt es noch das Wasserzeichen Fische, wo die Menschen emotional oft verschmelzen mit anderen, wo sich aber oftmals auch der Zugang zu den eigenen Gefühlen erstmal erarbeitet werden muss. Und noch kurz zum Abschluss, alle diese Positionen des Mondes beruhen auf dem sogenannten siderischen Tierkreis. Das heißt, diejenigen von euch, die das westliche Horoskop kennen, müssten von der Mondposition im westlichen Horoskop ca. 3 bis 24 Grad abziehen, damit er zu der Position des siderischen Mondes kommt. Oder aber ihr könnt auch auf unsere Webseite astrovedic-akademie.de gehen, denn dort werdet ihr dann einen Horoskoprechner finden. Da könnt ihr euer eigenes Horoskop eingeben und eure Mondposition schnell herausfinden. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr könnt was davon aufnehmen. Ich hoffe, es hat ein bisschen wieder das Bild, den Zugang zur indischen Astrologie erweitert und ich freue mich auf das nächste Mal.